Servus und willkommen zu Fortsim 1 gegen 1. Wie ihr seht, sind wir auf Desert Runes und wir haben Firebird ausgepackt. Ich will, dass unser Gegner brennt. Lichterloh soll der Gute brennen. Warum? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Aber manchmal habe ich so eine sadistische Ader an mir, wo ich die Welt einfach nur gern brennen sehen würde. Und ich glaube, so ein Tag ist heute und die Not war richtig Grütze gesetzt. Aber jetzt ist das so. Jetzt muss ich damit leben. Und ja, bei ihm erbaut die Verbindung wesentlich eleganter. Also hier so dünner und zarter und einfach alles. Das kostet ihm weniger Ressourcen wie uns. Und dafür können wir... was hat das für einen Vorteil? Gründe. Einfach Gründe. Bei ihm hier die vierte Mine, bei uns läuft die fünfte bereits. Wir ziehen hier eine Windturbine nach und hier auf Desert Runes habe ich gelernt, ist Economy eigentlich so ein wichtiges Element, um das Game hier zu gewinnen. Wir machen, wenn wir schon Grütze bauen, dann bauen wir richtig Grütze und gönnen so einen richtig breiten Fuß. Ist nicht zwingend schlecht. Aber habe ich so noch nie gebaut. Ah, okay, jetzt ist hier unten offen, okay. Ja, gut. Jetzt wird jeder... wie heißen die nochmal, die alles perfekt haben wollen? Ja, Perfektionist. Wird anfangen zu weinen. Aber, nö, passt eigentlich so. Hier, die Notes, die wir nicht brauchen, haben wir verkauft. Ganz kurz husten und räuspern. Und jetzt mal gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht. Da oben kommt ein Sniper, der ist hier auch tiefer gelegt. Aha. Und? Das ist ein grünes Jäckchen. Zeig mir, welchen Commander du spielst. Ja, als ob mich die EMP jetzt hier überrascht. Da muss man schon ein bisschen früher aufstehen, um mich hier dran zu kriegen. EMP und ähnliches, den Spaß kenne ich zu Genüge. Das haben wir, also Salzi und ich, uns gegenseitig schon sehr, sehr oft angetan. So. Das wird gleich deaktiviert werden. Damit muss ich jetzt einfach leben und klarkommen. Okay. Oder die Minen. Noch unangenehmer, ehrlich gesagt. Wir bauen unsere eigene EMP. Ich weiß nicht, ob er Spion spielt. Sag mal so. Ich gehe davon aus, weil gefühlt jeder Spion spielt. Aber es gibt ja vielleicht noch ein, zwei Leute, die ein bisschen Ehrgefühl haben und sagen, nö, Spion, den will ich nicht spielen. Auch wenn ich das manchmal bezweifle, weil gefühlt spielt jeder nur noch Spion und wir spielen mit Firebird eigentlich immer Laser und haben schon lange keine Kanonen mehr gesehen. Deswegen, okay, das riecht doch sehr stark danach, dass er Spion spielt. So, aber hier kommt jetzt das Ganze hier ins Feld. Wir können hier einmal die Open Gunner einfach abräumen. Die brauche er ja nicht, ansonsten hätte er die nicht so platziert. Und können jetzt mal mit der EMP da unten auf die Minen draufhalten. Weil wenn die schon offen sind, dann können wir die auch beschießen. Ja, jetzt ändert sich dafür die EMP ein. Soll er machen. Ist mir egal. Lässt sich davon das nicht triggern. Okay, und jetzt ist die EMP raus. Ne, er verpasst's. Und hier nochmal schön die Minen deaktiviert. Ja, ja. Das freut einen doch. Und. Nee. Ah, und? Ah, nochmal deaktiviert. Wir bekamen sie nicht raus, was schade ist, die Minen. Aber ich nehme den Schaden auf jeden Fall gerne an. Und ja. Bauen wir hier ein bisschen Defense. Darf auch ruhig ein bisschen komisch aussehen. Und jetzt hier nochmal rein. Die Gunner können wir verkaufen eigentlich, weil ich glaube nicht, dass wir von ihm jetzt hier noch irgendeine Art von
EMP-Aggression mitkriegen werden. Bisschen Defense vor den Minen kann jetzt schaden. Auch wenn die Defense echt bescheiden ist. Aber es ist Defense, von daher alles gut. Hier nochmal ein Törschchen, weil ich weiß nicht, was bei ihm kommt. Ja. Der Gunner kommt weg. Hier reinziehen. Das machen wir auch weg. Der Gunner kommt auch weg. Und jetzt, ja, ich weiß, dass er sieht, was wir da basteln. Soll er ruhig sehen, ist mir egal. Wir holen auch die riesigen, dezenten Tore. Also wenn, dann wird schon bei uns geklotzt und nicht gekleckert. Und ja, ich hätte das am besten nach hinten bauen sollen. So wie ich die jetzt hier platziere. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Und ja. Bei ihm, ich bin nicht ganz sicher. Wir testen mal rein, was wir hier. Und da haben wir einen Gunner. Und noch einen Gunner. Und da unten ist auch einer. Wahrscheinlich. Kein Gunner? Nö, kein Gunner. So, dann mal hier nochmal reinhalten. Ja, Das war jetzt nur der Core in Anführungsstrichen, den wir deaktiviert haben. Also nicht ganz das, was wir eigentlich haben wollen. Das ist Krütze, das wollen wir auch nicht. So, wahrscheinlich haben wir hier gleich in Howie gegen uns. Also davon gehe ich zumindest mal schwer aus, weil Howie auf der Map auch sehr, sehr beliebt ist. Von daher wäre das eine Option, die durchaus in Betracht gezogen werden sollte. Also kommen hier ein paar Gunners rein. Ja, die EMP kann weg. Da kommt dann dafür der Gunner hin. Und die 20 steht einfach mal ein Gruß darüber. Okay, und da ist irgendwie gefühlt noch gar nichts. Dann einfach mit der 20 munter weiter. Okay, da ist doch was. Da ist ein Howie drin. Okay. Den haben wir schon mal gesehen. So, dann hätten wir das. Da kann auch noch ein Gunner rein. Das ist sehr schön. Hier bauen wir klein weiter. Dass wir hier Boxen haben für so ein Howie. Ach, für ein Howie. Für Gunners. Weil, ja. Der Howie wird kommen. Ja, ist in Ordnung, hat weh getan. Aber es kommt gerade keine Cannon nach, von daher ist es in Ordnung. Und wir haben jetzt die aktive und können gleich mal rüberhalten. Ist das ein Upgrade Center? Tatsache. Ist ein Upgrade Center und wir halten mal mit der aktiven und den beiden 20s rüber. Er sollte nicht leben wie ein Hund. Und da oben zünden wir mal seinen Sniper an. Einfach, das merkt er nämlich nicht. Und hier unten ist er beschäftigt. Ja, da oben brennt er, da unten brennt er. Und jetzt, wenn er oben am Löschen ist, zünden wir nochmal ganz frech hier unten an. Aber es mag nichts brennen. Doof. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen mehr brennt. Aber was soll's. Wir gönnen uns einfach weiter ein paar lustige Waffen. Halt nochmal rüber. Oh ja, ich muss das Schild treffen. Durch das Schild wird es nach oben reflektiert. Okay, GG. So einfach kann es gehen. Das waren 8 Minuten 52. Ich hoffe, der Gute will noch ein Game machen. Dann hängen wir es gerade direkt hinten dran. Und ich hoffe auf Runde 2. So, wir sind in Runde 2. Der gute Kollege macht noch eine Runde gegen uns und hat gelernt, in Schild vielleicht nicht so anbringen, dass die 20 die Geschosse in den eigenen Chor befördert. Und ja, wenn man gegen Firebird spielt, immer ein Auge aufs Fort haben, weil die beiden 20s, die waren ausreichend, um ihn hier ein bisschen in die Bredouille zu bringen. Und jetzt haben wir Hurricane gewählt, der Commander, der eigentlich hidden OP ist, aber das weiß keiner. Und ja, erstmal hier die Economy nochmal stabilisieren. Weil hier kann man early eigentlich Tech gehen für EMP. Interessante Brücke.
ist zumindest mal nicht ganz so angreifbar für die Buzzer wie die sehr tief hängende hier. Aber gut, mit 1-2 Sandsäcken hier ist das ja auch kein Problem mehr, das Ding zu verteidigen. Also, egal wie ihr es macht, Backturbines auf der Map sind eigentlich mittlerweile Pflicht und gehören zum guten Ton. Und wir gehen nochmal hier für Rockets. Und ich will diesmal nicht nur einfach EMP spielen, ich will wirklich hier mal wirklich auf Rockets spielen, also die unangenehme Variante, wo mich auch jeder für hassen darf, weil Rockets-Spieler, ich weiß, die sind einfach nicht beliebt. Rockets sind auch einfach eklig vor dem Herrn. Aber sie sind eben im Spiel und ich hätte mal Bock, nochmal Rockets zu spielen. Und gerade mit Hurricane macht das halt sau viel Spaß, weil man kann dann diese reduzierte Nachladezeit halt extrem gut ausnutzen, wenn man sagt, hör zu, ist mir vollkommen Wumpe, was du da machst. Ich baller dir jetzt eins nach dem anderen vor den Latz. Und ja, das ist halt einfach genial. So, dann die Spots vorbereiten. Da ist ein Spot. Da ist noch ein Spot. Und da unten hier kommt der dritte Spot hin. Für die Rockets. Müssen wir ein bisschen improvisieren, aber ist ja kein Thema. Und die Windturbine da oben muss auch weg. Das wird umgebastelt. Und dann brauche ich da hinten, ich würde mal sagen, vorneweg mal 4 Windturbinen, dass das ganze Setup irgendwie funktioniert. Weil allein schon das Basteln von den Dingern kostet mich gut Ressourcen, vor allen Dingen Energie. Und dann noch das permanente Abfeuern. Okay, er spielt einfach wie der Spion. War irgendwie nicht anders dazu erwarten. Aber man hätte ja hoffen können, dass er doch was anderes spielt. Naja, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Und probieren es einfach trotzdem mit Raketen. Weil wir sind da so dreist und ja, belehrungsresistent, wie das so schön heißt im Neudeutschen. So. Da kommt nochmal eine Batterie und jetzt können wir hier für die Upgrades gehen. Na okay, der muss noch bauen. Die Tür können wir verstecken. Ja. Hier hätte ich gerne noch einen AP-Sniper. Wir bauen noch einen Gunner, damit er denkt, ja, ist in Ordnung. Dann noch ein Erzlager und eine Metallschicht. Und dann ist eigentlich gut. Dann können wir da oben aufräumen und da unten. Und wird das da schon erkennen? Fragen über Fragen. Wir finden es raus. Und der Sniper schickt erstmal einen Gruß nach da oben. Der ist Geschichte, den hat er bestimmt nicht gebraucht. Ja, das nächste ist raus. Und jetzt kann ich meinen Gruß schicken. Ich gehe nicht davon aus, dass der... Okay, es sind ein paar mehr Gunner. Es sind tatsächlich ein paar mehr Gunners geworden. Aber wir können auch entspannt hier auf T2 gehen direkt. Ah, dass wir den verloren haben, ist jetzt ärgerlich, aber ist dann so. Müssen wir halt mit leben. Und ich denke mal, eine Shotgun dürfte hier das Mittel der Wahl sein. Oh, das war super teuer, das war saudumm von mir gerade. Und ja, machen wir das doch so. Dann hat er auch Spaß damit. Dann dürfte die auch einen vernünftigen Winkel haben. Und dann kann hier die Shotgun... Okay. Die hat eigentlich einen richtig bescheidenen Winkel. Aber vielleicht langt das ja. Weil es muss ja auch noch ein bisschen Distanz überbrückt werden. Und wir schicken mal einen Gruß alle drei. Mal gucken, was ankommt. Gar nichts. Sehr gut. Wer braucht schon in irgendeiner Art Damage? So, Energie kriegen wir. Nochmal eine Batterie. Und hier kommt dann die Shotgun ins Spiel. Da oben noch in Gunnerline. Und der nächste Gruß mit den Raketen. Wenn die mal ankommen, wäre das ganz gut, aber es ist doch sehr viel Anti-Air. Okay, und da hinten wird gerade in Plasma oder irgendwas in der Art gebastelt. Da muss ich nicht mal groß nachdenken.
weil das ist unverkennbar. Dann hier. Und den Gruß. Die Gunner hat er nicht gebraucht. Und die gehen nach da oben auf die Verbindung. Ah, kommt. Sehr schön. Gut. Ja, da war nichts mehr drin. Und jetzt können wir hier unten die Laser installieren. Ja, nochmal ein bisschen was weggeholt. Er kriegt nochmal ein bisschen Damage. Sehr, sehr angenehm. Hier unten kommt erstmal ein Schild hin, weil ich habe keine Lust, dass mir da was wegkommt. Ja. Hier die Sachen, die da zerschossen werden. Unangenehm, aber in Ordnung. In Gunner nochmal weg. Hier kommt auch nochmal ein Schild rein, weil ich rieche den Braten schon. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. So, und hier nochmal rein und dann hier und dann da. Viel Spaß damit. Ey, die Gunner sind einfach nicht tot zu kriegen. Den kann ich auch verkaufen. Dann kommt hier nochmal bei. Okay, und die kann ich jetzt echt den Hasen geben, weil ich glaube nicht, dass da noch irgendwas jetzt groß passiert. Der macht jetzt hier die Schotten dicht. Davon gehe ich jetzt stark aus und würde auch den Laser bauen und warten, weil der ist bei ihm wahrscheinlich schon etwas weiter vorangeschritten wie bei uns. Allerdings hat er keine Tech für Flak oder ähnliches, weil sonst wäre das, hätte er höchstwahrscheinlich schon eine Flak gebaut gehabt und nicht hier sich mit Gunnern begnügt. Ich habe die Mine verkauft. Ich bin so ein Opfer. Oh, ich bin so ein Opfer. Was soll das denn? Wer braucht eine Mine? Hm? Niemand? Sehr gut. So, das war echt wasted gerade. Oh, was habe ich denn da oben verkauft? Ja, okay. Ja. Hält sich in Grenzen. Haben wir gut Woodspam. Alles entspannt. So, hier bitte nochmal die Mine einziehen. Ja, da kommt's Upgrade und irgendwie habe ich mich erfolgreich verdrückt. Hier nochmal eine Supermine und noch eine, weil die Energie kommt rein bei ihm. Er geht hier unten noch für die Nukes. Unangenehm, aber wir haben die entsprechende Tech für Flux, von daher kommt das nochmal weg. Dann können wir da eine Flak hinbasteln. Und mit dem Türchen da unten hat die auch einen vernünftigen Winkel, nehme ich an. Ja, die Flak muss er nicht sehen, deswegen hier einfach nochmal ein bisschen drüber gewurstelt. Und hier nochmal Stahl eingezogen. Alles entspannt. Na, jetzt geht er hier oben für einen Spot, aber... What? Okay. Der schneidet tiefer rein als gedacht. Unangenehm, aber wir haben hier Gott sei Dank Energieschilde. Was ist denn da oben abgerauscht? Also war nur in Dingsbums. Wie heißt das nochmal? In Erzlager. So. Dann machen wir hier ein bisschen kleineren Woodspam. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn ergibt, das mit dahin basteln. Ich mach's einfach mal und dann machen wir gleich unsere eigenen Lasers ready. Dann haben wir ein bisschen Anti-Air oben und unten. Ja, nee, das kannst du knicken. Einmal Schande über dich, zweimal Schande über mich. So, hör mal auf zu jammern. Ist doch nichts passiert. So. Ja, aber das sind riesige Schilde. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich kleinere Türen in Zukunft baue, aber es muss jetzt so sein. Und ich brauche vorneweg drei Türen in der Art. Ansonsten frisst sich der Fire Plasma in der Kombination einfach ganz entspannt dadurch. Und ich hätte gerne noch einen Sniper. Danke. Und dann hier nochmal ein Türchen und ein Türchen. Gut. Dann fühle ich mich doch gut aufgestellt und ich denke, ich kann mich hier gut durchfräsen. Ja, da kommen die Swarms. Habe ich schon fast mit gerechnet.
Aber entspannt. Nicht zu holen für ihn. Und ich brauche ein paar mehr Batterien. Ja, da hinten. Obwohl ich da oben gar kein Freund bin von den Dingern. Hier kommt noch eine Repair Station. Und ja. Jetzt hier einfach mal Fire Plasma reinhalten. Oh, das sieht doch gut aus. Viel zu hoch leider. Aber wir konnten hier hinten die Windenergie von ihm sabotieren. Das ist für mich schon mal ein kleiner Win. Und dann hier einfach nochmal ein bisschen Metall einziehen. Weil viel hilft viel. Also so hat zumindest mal mein Chemielehrer immer behauptet. Und jetzt gleich mal gucken, dass wir Fire und Plasma auf einen Punkt einaimen. Und okay, er bringt hier Upgrades. Ja, wir kommen durch und reißt. Oh, der Mist reißt. Oh, habe ich einen Sniper? Ich habe keinen Sniper. Ah, das sind so Sachen. Okay, wir ziehen die aktive einfach, um die Nachladezeit zu reduzieren. Ich will den Druck jetzt nicht aufgeben. Und rein, das Ding muss fallen. Ja, danke. Das ist jetzt halt das Gute an Hurricane. Ich konnte es halt schnell nachladen. Und den Druck aufrecht halten. Okay, der ganze Lachs schmiert ab. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe hier meinen Sniper ready und kann... Ja, kann dann hier schon mal anfangen. GG. Warum GG? So, noch ist halt alle Tage Abend. Ja, ich traue dem... Okay, er baut sich einfach ab. Dann heißt es wirklich GG. Und ich würde sagen, wir gucken uns das nochmal an. Obwohl er Spion war, hat er aufgegeben. Warum? Wir haben hier erstmal den Fire Beam genommen. Anschließend dann hier ist noch den Plasma Beam. Die Connection rausgeholt. Und ja, hier dann noch gerissen. Das war gar nicht der Plasma Beam, oder? Aber er hat zwei Plasma Beams gehabt. Okay. Der ist raus. Da unten weggeholt. Da ist der Bait Mörser. Okay. Ja, GG. Was ich euch mitgeben kann, nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben. Immer probieren. Es gibt immer eine Möglichkeit, was zu reißen. Und vielleicht kriegen wir eine dritte Runde. Schauen wir mal. So, und willkommen zur dritten und letzten Runde. Der Gute, ich habe ihm angeboten, dass er die Map aussucht. Und mein Commander hat er gemeint, mach einfach, was du willst. Machen wir auch. Und wir haben Buster gepickt. Und wir haben die schönste Map von allen. Wir haben Luftstädte genommen. Das ist die Map, die manchen Spielern Albträume verpasst hat, weil sie einfach so wunderschön ist. Und man hat das Ganze im Ranked früher eigentlich so gespielt. Man hat hier unten ganz viele Swarms hingeklatscht und wer zuerst seine Anti-Air verliert, ist halt, ja, der Gelackmeierte auf gut Deutsch gesagt. Jetzt, da man den Windflow angepasst hat auf der Map, geht das nicht mehr ganz so gut, weil man hat anfangs die Windturbinen hier drunter geklatscht und musste sich nicht wie hier jetzt nach oben bauen, um einen gescheiten Spot zu haben. Und ja, man startet mit der Werkstatt, aber die Werkstatt würde ich hier tatsächlich als eine Art Noob-Falle erkennen, weil, ja, wenn ich sage, ich baue Mörser, ist es geil, weil ich habe indirekt das Feuer, also das Ding schützt meine Mörser. Problem ist, er hat hier schon Gunner sitzen. Das heißt, ich werde im Leben nicht rankommen und ich sehe gerade, er macht eine Stability Tag. Das könnte ich eigentlich auch machen. Ich habe keine Ahnung, wie sinnvoll das hier ist, aber Stabilität ist, glaube ich, nie nicht sinnvoll. So, dann hier noch ein paar Lageeinheiten, die fehlen nämlich. Und ja, dann hier nochmal die Stability Tag mit einziehen. Dann hätten wir das auch. Ich würde die auch gerne noch da einziehen. Ah, okay. Muss dann doch von Hand zu Fuß gemacht werden, also so. Ja, weil ich denke mal, so oh, mehr als eine Forlong hält, glaube ich, besser wie nur eine. Okay. Können wir auch hier connecten. Ah, dann hier ist ein bisschen tricky. Okay. Will er nicht so. Da ist die Batterie im Weg. Ah, komm. Lass mich doch mal machen.
Ich habe ein Planspiel. So. Langt das? Nee. Die Strebe ist nicht lang genug. Aber wir haben es genug Zeit gewastet, um hier unsere T2 zu placen. Wir wollen hier einfach straight up Kanonen spielen und bei ihm. Jo. Er hat Gunner gebaut. Ich glaube, er ist ein bisschen geschädigt von den Videos, weil er weiß, wer ich bin. Und demnach gehe ich davon aus, dass er auch weiß, dass wir liebend gern Mörser spielen. Was die frühe Anti-Air zumindest mal erklärt. Aber wir sind Buster. Rein theoretisch würden sich Mörser auch anbieten, weil die sind abartig stark mit dem Guten. Aber tatsächlich möchte ich hier keine Mörser spielen. So. Ah, okay. Das war Krütze. Ich wollte das eigentlich mit einer Forlong machen. Ja, genau so. Dann kann ich nämlich diesen Knotenpunkt hier rauslöschen. Ist das die... Ah, ich muss gucken. Ich muss gucken, was ich da rauslösche. Nicht, dass ich das lösche, was ich haben will eigentlich. So, genau. Das Ding soll weg, da ich nur auf die Forlong gestützt bin. Und dann kann ich hier weiter nach oben bauen. Dann ist alles hier auch stabil. Und ich kann da den Punkt gleich für mich in Besitz nehmen. Die Economy ein bisschen ausbauen anschließend. Und ja, dann ist die Versorgung mit Windenergie auch gesichert. Die eigene Defense, ja, ist nicht so prickelnd, aber bei ihm ist halt auch noch nichts in der Art. Weil man muss hier halt erstmal die Ressourcen kriegen, um was geschickt zu machen. Weil man fängt mit einer dappischen Mine an und muss eben auf dieser einen Mine alles aufbauen. Ist halt jetzt auch nicht so geil. Aber es geht. Man braucht halt ein bisschen Geduld. Ja, okay. Das war nicht komplett dumm von mir. Also alles in Ordnung. Hier kommen dann gleich meine Kanonen drauf. So. Dann kann ich hier gleich die Kanonen drauf basteln. Das passt. Und hier kommt der nächste Spot direkt. Ich muss hier gar nicht eigentlich so sicher bauen, weil bei ihm, da kommt noch gar nichts. Ich denke mal, er wird auf Laser spielen. Das könnte Firebird sein. Obwohl ich persönlich mehr mit einem Warzenschwein rechne. Aber es könnte auch einfach tatsächlich Firebird sein. Okay, wir hören Upgrades. Upgrades machen mich gerade ein bisschen nervös. Könnten das Mörser sein da hinten? Nee, Mörser nicht, aber hier vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Oder Economy? Ich baue mal lieber 1-2 Gunner. Die können mich dann beschützen, falls irgendein Mist geflogen kommt. Aber ich bin mir halt null sicher gerade, ob das wirklich irgendwas in der Art ist. So. Und Tiny Door Cannon ist ready. Ich hoffe, dass die Cannon jetzt noch einen richtigen Winkel hat und nicht einfach jetzt komplett Krütze ist. Weil das wäre echt mies. Und bei ihm, das sind Boxen, das könnten tatsächlich Laser sein. Die nächste Cannon schicken wir auch in Aufbau. Und ja, da bauen wir dieselbe Art von Tiny Doors. Ja, das sieht mal für mich okay aus. Ich habe dann zwar ein eingeschränktes Schussfeld, aber ich brauche ja eh nicht alles mit der Cannon. Von daher ist das für mich ja fein. Hier Metall, ne, das mir einfach abgesägt werden, das wäre halt maximal schlecht. Da mag er nicht, also basteln wir das jetzt so ein. Und zwei Törchen, das kann sogar hochkant, das ist groß genug. Und dann würde ich sagen, wenn die Cannons ready sind, halten wir einfach mal rüber. Okay, das sind auch Cannons. Vielleicht sogar ein Howie dabei. Das wäre vielleicht ein bisschen unentspannter, wenn es ein Howie ist. Dann müssen wir einfach mal ein bisschen Gunner nachziehen. Und das machen wir jetzt einfach, weil mit Buster sind die Fundamente ja kostenfrei. Also von daher nutzen wir das für uns aus und connecten hier munter weiter, ohne dass wir irgendwie uns Gedanken machen über eine Rechnung, weil wir sind anscheinend wunderbar im Betteln und der Winkel ist in Ordnung.
ich komme dahin, wo ich hin will und kann mich jetzt hier anfangen durchzufräsen. Ja. Den Chor vielleicht hier noch ein bisschen besser schützen. Kleinerer Woodspam. Weil wenn er wirklich Cannons hat, ist dieser kleine Woodspam gegen Cannons, wie ich die Erfahrung gemacht habe, einfach besser. Weil die dann sofort im Holz einfach versacken und stecken bleiben. Gegen Laser ist das halt wesentlich schlechter, weil der Laser fräst sich da einfach ganz eiskalt durch. Aber wie gesagt, ich gehe momentan von Kanonen, vielleicht von dem Howie aus. Und hier, ja, das schmiert ab und der nächste Gruß, okay, der nächste Gruß geht auch nochmal da rein, einfach nur, weil ich so ein netter Kerl bin. Und jetzt können wir dann hier schon mal Swarms ins Spiel bringen. Hier würde ich ganz gern noch ein Energieschild mit einziehen, einfach zur Sicherheit. Nicht, dass da was draufgeflogen kommt. Das wäre nämlich doof, wenn die ganzen Windturbinen einfach abrauschen. So, dann hätten wir hier das schon mal. Und wir können... Genau das! Okay, danke fürs Gespräch. Ja, hat auch zwei Cannons. Oh je, eine Cannon ballert da komplett durch. Okay. Ich dachte, wir haben da ein bisschen mehr Defense. Anscheinend nicht. Oder ist es wirklich ein Warzenschwein? Das wäre unangenehm, aber wir haben die aktive vom Buster. Das heißt, wir halten mal rein. Ja. Ich hoffe, du magst Core Damage. Und der zweite Schuss. Ja, okay, das ist ein bisschen versagt, aber wir konnten Core Damage machen. Die Windturbinen da hinten drehen sich. Ja, und hier ein bisschen Defense nachziehen. Nicht, dass mir gleich die ganze Scheiße einfach weggeballert wird, weil das wäre echt bitter. Die Mine kann er da oben haben. Tut mir nicht weh. Aber wenn die Kanonen flöten gehen, das wäre echt bitter. Ja, okay. Es sind Cannons. Es ist mehr als eine Cannon. Ja, okay. Hier komme ich da unten auf den Spot. Ist unangenehm, aber nicht ganz das, wo ich hin will. Und ich muss auf jeden Fall Energie nachziehen, weil... Okay. Das war glücklich. Es sind einfach drei Cannons. What? Warum sind das drei Cannons? Ach du Kacke, was ist jetzt kaputt? Warum sind das drei Cannons? Okay, damit habe ich gerade null gerechnet. Also drei Cannons, unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Okay, ich dachte, wir haben hier entspannt Zeit. Ja, und hier kommt der kleine Woodspam zum Tragen. Lecco mio, das ist nicht gut. Ich dachte, ich habe mehr Zeit. Okay, da ist nichts. Da kann er gerne nochmal hinhalten. Das Energieschild ist ein bisschen eklig, aber es ist halt sauteuer. Ich muss die Tech hier wirklich verkaufen. Ah, oh, bitte. Ich brauche ein Upgrade Center und muss irgendwie nochmal die Economy auf Vordermann bringen. Ansonsten sehe ich hier nämlich schwarz. Und zwar nicht irgendwie schwarz mit Grautönen, sondern einfach zappenduster. So, hier. Das waren die Windräder. Ist dann so. Und jetzt muss ich hier den Fuß noch stabilisieren. Weil das ist halt jetzt auch ein gefundenes Fressen für ihn. So. Dann ist das da geschafft. Und dann gucke ich mal, wie ist der Windflow hier unten. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung tatsächlich. Dann machen wir das doch einfach weg. Und dann dürften wir einen vernünftigen Windflow haben da hinten. Alter, er ballert einfach unermüdlich rein. Aber die Defense hält. Er braucht da noch ein bisschen mehr Feuerkraft und Gewalt, wenn er will, dass wir hier kollapsen. Und ja, damit wir einfach keinen Brandschaden kriegen, ist das safe Warzenschwein.
was es halt extrem unangenehm macht, jetzt das Spielen. Weil je mehr schwere Waffen der Gute aufs Feld kriegt, desto weniger habe ich nochmal Chancen, irgendwie in Fuß aufs Feld zu setzen. Wir haben hier ganz viele Schweizer Käse. So, und hier die Defense steht noch vorm Chor. Wir können auch nicht mit so einem hässlichen Dropshot gefinisht werden, was wichtig ist. Aber wir müssen es gucken, dass wir die Economy wieder auf Vordermann kriegen. Die Windturbinen sind installiert. Jetzt heißt es, die Minen nochmal flott kriegen. Ja, da machen wir mal dicht. Ja, ist egal. Ist jetzt egal. Ja, das war jetzt vom Timing her ein bisschen schlecht mit den Upgrades, aber hält sich in Grenzen der Schaden, Gott sei Dank. Viel Schweizer Käse, aber wir können es noch entspannt aushalten. Und hier würde ich gerne mit einer Bassor reinsägen und dann mal gucken, was dann passiert, weil ich denke mal, dann reißt der ganze Lachs hier nämlich ab. Heieiei, okay, Upgrade ist fertig. Das heißt, wir haben ein bisschen besseres Einkommen. Oh, unangenehm, aber hält noch. Ich weiß nicht, ob das gerade mit der aktiven geschossen war oder ohne die aktive, aber alles noch intakt. So. Wir reparieren die Mine, auch wenn es sauteuer ist. Okay. War ein kurzes Reparieren, weil uns einfach die Ressourcen fehlen, weil es sauteuer ist. So, das können wir aber noch ein bisschen länger tanken. Das ist entspannt. Und bei ihm, ich muss mir das einfallen lassen, weil auf ewig geht das nicht gut. Rein theoretisch wäre dieser Punkt hier interessant reinzusägen. Wir ziehen hier einfach mal Tore ein. Oh, kacke. Sei bloß, es ist eine Nuke. Scheiße, das sind zwei Nukes. Okay. Warum ziehe ich die aktive? Ich dachte, ich wäre gürtelt hier. Okay. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. So, wir brauchen auf jeden Fall Gunner. Was? Scheiße. Wir werden da oben komplett zersägt. Oh oh, wir müssen hier irgendwie Defense reinkriegen. Ansonsten ist der Chor gleich Geschichte. Der eine Gunner. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, die Basso. Ja, die Basso hat uns gerettet. Oh, Gott sei Dank. Problem ist, wir kriegen jetzt gleich noch die Cannons einfach mitten in die Fresse. Und dann ist hier gleich Schicht im Schacht, weil wir keine Defense haben. Hier nochmal ein paar Gunner beigezogen. Boah. Der Plan von mir war so entspannt eigentlich. Aber er spielt nicht mit. Ich dachte, ich kann ihn mit den zwei Cannons hier so übel beschäftigen, dass der einfach gar nicht mehr mitspielt. Aber okay, das haben wir hingekriegt. Da ist frei. Wunderbar. Wenn er ein bisschen träumt, könnten wir das tatsächlich sogar noch hinkriegen. Weil da ist frei und der Sniper hat keinen Winkel. Das heißt, er ist kürzer platziert. Und ich kann es auch einfach sein lassen. Ja. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Okay. So. Wir können auch painten. Einfach nur, um die eigene Anti-Air von ihm zu triggern. Oh, Backe. Das, ich wollte gar nicht die aktive ziehen. Achso, da ist ja die Connection weg, da unten, ja. Bitte nochmal aufbauen. Das da oben wird auch langsam echt eng. Wir haben zwar auch ein Upgrade Center für Nukes gleich, aber es ist halt was anderes zwischen, ich habe bald Nukes und ich habe gerade Nukes, die tatsächlich auch funktionieren. Jetzt nicht reparieren, komm. Das ist hässlich, aber, kacke, das ist die Mine weg. Okay,
Das sind einfach jetzt 4 Cannons. Verarscht er mich gerade mit 4 Cannons? Alter, und jetzt noch diese dreckigen Buzzsaws da rein. Okay. Er verarscht mich echt mit seinen 4 Cannons hier. So, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Wir können immer noch tanken. Wir haben eine schlechte Ökonomie, aber wir haben Ökonomie. Und solange das noch irgendwie funktioniert, werde ich... Okay, die Mine war Gott sei Dank gerade erst im Aufbau. Die hat noch niemandem irgendwas gemacht. Es sind einfach 4 bekackte Cannons. Ey, das ist doch so nervig. Das will gar keiner sehen, diese 4 Cannons. Okay, das war richtig scheiße geaimt. Die Nuke kommt auch richtig scheiße. Ach, kacke. Okay, und wenn jetzt die Cannons einschlagen, habe ich schon ein Riesenproblem. Weil dann ist mein Core Geschichte. So, aber die Cannons machen gerade Pause. Damit kann ich leben. Das gibt mir nochmal Zeit. Kacke. Ich habe einfach null Einkommen. Ich muss hier verkaufen. Ansonsten bin ich hier ganz, ganz schnell geliefert. So, und hier, das mache ich mal zu Hintergrundholz. Einfach in der Hoffnung, dass das was bringt. Ah, okay, da kommt eine Nuke. Oh, schön. Da konnten wir was erreichen. Wir haben die Nuke gut getroffen, aber... jetzt werden wir gut getroffen. Es ist echt... Oh, oh. Wir hängen hier echt am seidenen Faden. Zum Glück gibt uns Buster einfach die Möglichkeit, den ganzen Mist umsonst zu bauen. Ansonsten hätten wir ein Riesenproblem. Die Nukes kamen jetzt nicht an. Das heißt, wir sind noch im Spiel. Irgendwie. Auch wenn es kein Gutes im Spiel mehr ist. Aber vielleicht können wir uns nochmal irgendwie Zeit erkaufen. Ich hoffe... Ah, da... So. Ich hoffe ja, dass das funktioniert. Ah. Da noch einen Schuss. Und komm bitte irgendwas durch. Da kommt fast nichts durch. Ja, oh, das reißt. Das ist sehr schön. Sehr gut. So, da oben die Mine. Hier bauen wir eine neue Mine. Da gehen die Buzzer daneben. Hier müssen wir nachziehen. Ansonsten haben wir hier gleich ein Riesenproblem. So, die Swarms sind ready. Und wir painten sie auch. Ja, Nuke kommt nicht durch. Die kommt auch nicht durch. Sehr gut. Triple Cannon Shot konnten wir überleben. Hier Damage, da hinten brennt er. Wir haben leider kein Firebird, das heißt, er hört das Ganze, was er brennt. Aber wir sind weiterhin im Spiel. Was schon mal für uns ein Erfolg ist. Weil wir hängen echt böse in den Seilen. Und ganz ehrlich, wisst ihr was? Wir haben alles für Mörser. Er wird zwar damit rechnen, aber ganz ehrlich, es ist mir sowas von egal. Weil da sind ein paar Gunners, aber das ist nicht die Welt. Die Swarms kommen jetzt durch, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, weil es die Aktive von ihm auflädt. Aber ich habe lieber ein bisschen Damage, wo ich ihm noch zufüge, als dass ich kampflos aufgebe. Weil kampflos aufgeben ist definitiv nett drin. So, jetzt hier nochmal schnell nachbauen. Ja, der frisst sich jetzt hier wieder durch. Alles gut. So. Windenergie kommt rein. Ah, er hat mir den Sniper rausgeholt. Er hat mir einfach den Sniper rausgeholt. Wie eklig. Ah, okay, da kommt mal Ansägen. Ansägen ist doch in Ordnung. Ja, hier nochmal jetzt Vordergrundholz reinziehen. Wir machen die Upgrades. Oh je, oh je. Das waren alle 3, glaube ich. Ich habe nicht ganz mitgezählt, das geht relativ fix. Die Basso ist in Ordnung. Ja, nervig. Aber solange kein Howie geflogen kommt, sage ich mal, haben wir noch eine reelle Chance, das Ganze zu überleben. Bei einem Howie wird das Ganze enger, weil unsere Ressourcen sind
Arsch begrenzt. Also da ist nicht irgendwie mit Schönspielen oder ich mach mal hier so ein bisschen was, weil ich ein geiler Lachs bin. Hier abgerissen, das ist gut. Die Gunner ist, oh, nur zwei Gunner. Und wir kriegen nochmal hinten die Windturbinen, sehr schön. Und ja, die schweren Mörser sind ready. Und jetzt muss es funktionieren, ansonsten habe ich ein Problem. 50 ist ein guter Winkel und die kommen. Oh, schön. Schön. Schöner Damage. Ja, die dürfen auch nochmal kommen. Oh, die kommen. Sehr, sehr geil. Okay, nehme ich an. Einer. Okay. Hier nochmal nächsten Gruß. Das heißt aber für mich, ich brauche jetzt mehr Energie, weil ich brauche von allem jetzt mehr. Hier nochmal ganz viele Gunner gebaut. Einer geht raus. Was unbefriedigend, ehrlich gesagt. Dürften ruhig mehr sein. Aber wir sind nochmal im Rennen. Ja, vielleicht. Kleiner Tipp, niemals in Smoke penden. Das geht ganz oft nach hinten los, weil die Nukes dann, genau, irgendwo hinfliegen. Nur nicht da, wo sie hin sollen. Jo, genau. Mein Paint-Versuch ist nicht besser, also ignoriert das einfach, was ich gesagt habe. So, dann hier nochmal bei. Wir brauchen die Energie. Wir haben momentan gefühlt gar nichts und bei ihm, wir kommen überhaupt nicht zu Potte. Das ist so belastend. Ich muss gucken, dass ich hier vielleicht einen Sniper reinkriege und ihn hier ein bisschen dezimiere. Dass er das nicht mitkriegt, weil ich will es mal unten reinsägen und nochmal ärgern. Das kann er ruhig verlieren mit dem Sniper. Ja, der kann weg. Den braucht er bestimmt nicht. Ja, nochmal gefangen, gecatcht. Wunderbar. So, jetzt darf der Sniper hier mal sich abreagieren. Geht Anti-Air nach Anti-Air jetzt raus. Oh, was ist denn das? Ah, das ist der Smoke Launcher. Okay. Ist für mich vollkommen fein. Ah, und die. Oh, die Anti-Air, die holt alles raus. Okay. Jetzt ist es definitiv zu viel Anti-Air. Okay. Ja, einfach mal ganz easy da eine riesen Armada gespammt. Aber einfach mal absägen. Weil er tut uns gerade weh. Und zwar 24-7 eigentlich. Ja. Der Sniper, dass der geht, war klar. Er konnte halt entspannt drauf einaimen. Ja. Wir müssen uns echt was einfallen lassen, weil lange geht das nicht mehr gut. Die Nukes können wir auch noch so notdürftig abwehren. Ja. Das ganze Konstrukt hält und zum Glück können wir Nodes kostenfrei bauen. Ansonsten wäre das gerade echt übel gewesen. So. Weiter im Geschäft. Wir bauen nochmal einen Sniper. In die aktive und keine Chance, dass irgendwas. Okay. Jetzt ist er auf Zack. Jetzt hat er den Sniper-Spot im Visier. Hier müssen wir direkt nachbauen. Ja, weil er will hier diesen ganzen Holztumor einfach abreißen. Ergibt Sinn, weil das ist unsere Verteidigung. Und wir versuchen jetzt nach und nach nochmal irgendwie ranzukrebsen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass ich hier unten erfolgreich painte und mit den Mörsern die Anti-Erbe komplett ablenke. Oh, okay. Nee. Hat leider nicht ganz so gut geklappt, wie gehofft. Aber wir nähern uns an. Zumal. Ja, was heißt zumal? Es ist gerade halt eine komplett bescheidene Situation. Ich habe mich mit den drei Kanonen halt komplett kalt erwischt. Wir müssen jetzt einfach durchhalten und gucken, dass wir nochmal irgendwie an Ressourcen kommen. Aber das ist echt schwierig gerade. Weil er uns jedes Mal die Minen wegballert.
und ohne Minen einfach kein Einkommen erzielt wird. So, hier nochmal jetzt Painten. Die kommt bei. Aktive ziehen. Ah, okay, die Nuke kommt nicht an. Aber dafür einen Mörser. Ah, das ist echt bitter. Das ist echt bitter. So. Ich wäre ja eigentlich... Sollen wir es probieren? Ja, komm. Wir probieren es einfach mit Portalen. Was soll schon schief gehen? Wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Und solange unsere Anti-Air funktioniert... Okay. Never mind. Ich wollte gerade sagen, solange unsere Anti-Air funktioniert, müssen wir ja nichts befürchten. So, hier connecten, da connecten. Das passt. Das müssen wir rumdrehen. Rumdrehen. Ach nein. Dummes Ding. Nicht wegmachen. Oh, geil. Wir haben es erfolgreich selbst beschossen. Okay. Die Portale retten uns anscheinend nicht nur auf Hillport den Hintern, sondern auch hier auf dieser äußerst unbeliebten Map. Nämlich Luftstätte. Hier nochmal rumdrehen, dann haben wir das. Und dann können wir hier einen Sniper hinsetzen. Ja, der Gunner, der wurde pulverisiert, aber ist vollkommen in Ordnung. Unangenehm. Ah, auch einen Swarm Launcher verloren. Doppelt unangenehm. Aber alles gut. Solange wir jetzt nicht irgendwie drastisch was verlieren. Aha. Da ist ein EMP Launcher. Und weißt du was? Den möchte ich nicht, dass du ihn hast. Moment, ist da unten ein freier Spot? Eine Shotgun, okay, unangenehm. Aber, da kann ich reinsägen. Okay. Mein Ziel ist es, mit der Basso diesen Punkt zu treffen. Weißt du einfach, ich bin dumm? Ich sehe die Shotgun, die sehe ich. Also... Ich bin ja manchmal schon ein bisschen schwer von Begriff. Aber selbst ich habe diese Buzzsaw gesehen. So, dann hier hinten bei. Da oben ist der Sniper. Ach, nein. Nein, lass mir die Sachen. Okay. Wir müssen jetzt hier einfach nochmal eine Buzzsaw installieren. Und dann hier dafür sorgen, dass er die Sniper da oben nicht ins Spiel kriegt. Das heißt, immer wieder wegholen und... Ja, wegholen, wegholen, wegholen. Okay. Wurden einfach stumpf replaced. Damit kann ich leben. Und... Ja. Immer schön weiter. Okay, jetzt hat er mal Vordergrundholz dabei gemacht. Alles gut. Wir sägen nochmal unten rein. Ja, dann kann... Oh, das will einfach nicht reißen. Und jetzt hier, komm, lass mich richtig treffen. Ah, da hat er Metall reingezogen. Da hat er Metall reingezogen, wie dreist. Okay, aber alles gut. Wir sind wieder im Spiel quasi. Wir dürfen uns neu, ja, mit Waffen versorgen. Erlaubt es uns. So, dann machen wir es wenigstens so und ärgern ihn. Ja, ja, gut. So, dann hier mal noch gleich ein Türchen mit reingezogen. Einfach für die Möglichkeit. Okay, das ist jetzt echt problematisch. Aber wenn die durchkommen... Okay, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Das hätte eben auch ganz anders ausgehen können. So. Dann hier hinten. Das Ding. Komm, halt nochmal rein. Ist ja egal. Ja. Dann kann hier noch ein Gunner hin. Gunner, Gunner. Ja. Es wird jetzt problematisch. Aber wir können hier 1 und 2.
Ich hoffe, dass das gut geht, weil vom Energiespeicher her sind wir soweit ready. Das könnte gehen. Ah, nein. 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 Komm. Ey. Sind wir so besoffen? So. Dann hier nochmal rein. So. Mit dem Portal hat er erstmal seinen Spaß jetzt. Er hat keine... Doch, er hat auch Gunner hinten sitzen. Aber soll mir nicht wehtun. So. Swarms kommen. Nukes kommt auch. Alter, what the fuck. Darf die Nuke ankommen? Die Nuke kommt an. Sehr gut. Danke dir. Okay. Jetzt hier auf die 3 und jetzt nach oben schießen. Okay, da ist mein Sniper. Okay, die kamen sogar fast an, die Mörser. Der EMP-Launcher ist raus. Der Sniper ist auch Geschichte. Der Firebeam, ja, der röstet ihn ein bisschen selbst, das finde ich gut. Und dann, ja, es kam was an. Sagen wir mal so, es kam was an. Kann ich hier nochmal reinhalten munter? Das finde ich gut. Ah, das ist, die Anti-Air von ihm ist halt einfach richtig stark. Da kam ein bisschen was an. Ja, ist in Ordnung. Aber wir kommen nicht wirklich zu Potte gerade. Aber wir können nochmal Stahl einziehen. Und ein bisschen an unserer Defense feilen. Weil, ja, so wirklich prickelnd ist das gerade nicht. Die Anti-Air da hinten, ja, wurde verstärkt. Das sind jetzt 5 Gunner. Im letzten Gefecht will er nochmal... alles rausholen, was er kann. So. Hier nochmal reinhalten. Da ist nichts drin. Das finde ich gut. So, Windturbinen laufen. Hier haben wir die Abschussvorrichtungen. So, und die nächsten Swarms. Genau, dann will ich hier 4 Swarms und einen Nuke haben. Aber die okay, jetzt kommen hier bei ihm auch noch Mörser. I see. Aber alles gut. Haben wir schon gesehen. Von daher gar kein Problem. Und wir können jetzt tatsächlich zurück ins Spiel finden. Wir bauen mal nach da vorne an. Weil da haben wir hier noch so einen vorgezogenen Posten. Ne? Das ist nicht verkehrt. Dann können wir hier nochmal Anti-Air installieren. Und ja, dann bin ich doch mal so weit zufrieden, dass wir nicht tot sind. Ja. Okay. Er hat keine Lust auf die weiteren Swarms. Aber kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht. So, aber der kann weg. Der da oben kann weg und... Och, da ist eine Buzzsaw, die offen ist. Na, das war ein Gunner. Da ist die Buzzsaw. Da ist... Ey, da ist noch ein Gunner. Das ist ein Fels im Weg. So. Dann machen wir es doch mal so. Und... probieren es dann mal so. In der Hoffnung, dass die Nuke ankommt. Nö, die Nuke kommt nicht an und die Mörser kommen auch nicht an. Oh. So. Die Mine kommt wieder bei. Seine... Okay, er hat jetzt 6 Mörser gebaut tatsächlich. Ja, es könnte unangenehm werden. Aber ich bin guter Dinge. Wir werden uns hier Gott sei Dank nicht aufgeben. Und einfach weiterkämpfen. Weil rein theoretisch... Okay, da kommt es mit dem Firebeam kombiniert. Hässlich. Aber sein gutes Recht. Und jetzt können wir unsere T2 nochmal neu installieren. Die mussten wir ja verkaufen leider, aber... wir sind noch im Spiel. Und ich glaube, deswegen wurde die Map auch aus dem Ranked Pool rausgenommen. Weil ihr kriegt es mit. Man kann ewig lang dumm tanken. Okay, da hängt der Firebeam dran. Wenn ich da unten reinschneide... macht er vielleicht Bumm.
Ha? Kommen die Mörser durch? Das sieht schlecht aus. Sehr, sehr schlecht sogar. So, mal hier ein bisschen tiefer. Und. Komm. Bisschen tiefer. Ja, ich bekam den Firebeam. Sehr schön. Gut. Das darf auch mal funktionieren. Ansonsten, wie wollen wir das Trauerspiel hier jetzt eigentlich weiterspielen? Gute Frage und ich habe keine Antwort darauf. Ja, die Anti-Air ist am Start. Kann auch ein bisschen was rausholen. Die Nuke kommt nicht durch. Schade. Hier hinten brennt dann nochmal. Ah. Vor allen Dingen, wie installiere ich? Ich spiele einfach T3-Cannons. T3-Cannons, andere Option fällt mir gerade beim besten Willen nicht ein. Anders da weiß ich jetzt nicht, wie ich hier irgendwie zu Potte kommen soll. Und wenn ich eh schon so viele Portale habe, dann spiele ich einfach weiter Portale. Ja, da kommen nochmal ein paar Flachs. Das ist in Ordnung. Ja, hier nochmal weg damit. Und hier kommen nochmal eine Cannon an den Start. Ja, Mörser beliebt. Ja, es sind auch schwere Mörser, das tut es richtig weh. Und sein Fort wird einfach immer größer und größer und größer. Und wir klammern uns quasi noch so ein bisschen ans Leben. Jetzt hier mal die Flak baiten und jetzt hier eins und dann zwei. Genau, weil es schießen alle Flaks. Und jetzt noch hier. Oh, das sieht gut aus. Die Nuke kommt. Und es geht. Funktioniert doch. Manchmal klappt das sogar. So. Jetzt heißt es hier ein Portal installieren. Portal ist installiert. Und das Ausgangsportal muss auch irgendwo hin. Ich würde das tatsächlich da hinten hinbauen. Einfach nur, damit das nicht direkt beschossen werden kann. Aber dann hemme ich erstmal alle Windturbinen. Ja, ist dann so. Dann ist es halt so. Ich kann es nicht ändern. Aber irgendwo muss das Ding eben rausfeuern. Hier eins. Und dann zwei, drei. Und hier. Die Wasser hackt auch nochmal rein. Oh, alles hat geschossen. Wunderbar. Nuke kommt. Okay, hier nochmal abgerissen. Schade, hätte ruhig ein bisschen besser reinkommen können. Aber ich nehme es an. Hauptsache, wir kommen mal zum Damage. Okay. Oh, es sind alle Kerne. Oh, nein. Scheiße, er macht das jetzt auch. Wenn er jetzt hier auf meinen Core trifft, bin ich einfach sofort im Bobbes. Okay. Das Portal ist falsch rum. Okay. Schöner Hit hier unten. Einfach alles rausgeholt. Unangenehm. So. Nuke kommt. Oh, Nuke kommt gut. Aber wir haben leider kein Follow-up. Von daher, bisschen doof. Und wo kommt unser Cannon-Shot? Ich glaube, der Cannon-Shot kommt so nicht an. Jo, geil. Der Cannon-Shot kommt so definitiv niemals an. Der Gunner muss weichen. Weil ich brauche jetzt hier definitiv Stahl. Ich brauche Stahl um Stahl über meinem Chor. Ansonsten, ist es hier ganz schnell vorbei und da habe ich gar keinen Bock drauf, dass es vorbei ist. Weil der Kampfgeist ist da. Wir werden das Game jetzt nicht so schnell aufgeben. Und hier kann ich ein Portal installieren. Das geht. Und jetzt hier nochmal. Einmal. Und zwei und drei. Schöner Hit mit den Cannons. Alter, die Anti-Air, das ist einfach... Okay. Das ist jetzt echt unangenehm. Er aimt sich hier für die Mörser ein. Kann ich mit der Basso da ihn irgendwie ärgern? Ich kann das da unten absägen.
So nett. So, und hier... Alter, dieses blöde Portal immer falsch rum sein muss. So, hier nochmal. Eins. Zwei. Und drei. So, und jetzt hier. Ich hoffe, dass der Cannonshot ankommt, nicht wie der einfach 5 Meter nach vorne fliegt und dann nichts passiert. Aber so sieht's aus. Das Portal kann doch mal weg, weil der Cannon... Ja. Dieser blöde Cannonshot, der kommt niemals da an, wo er hin soll. Ich muss das Portal einfach schräger bauen. Hier unten nochmal auswählen, absägen. Genau, das braucht er nicht. Und jetzt hier nochmal einmal. Zweimal, dreimal und viermal Mörser. So, die Flaks schießen. Die Anti-Air ist getriggert. Die Nuke kommt. Die Nuke kommt einfach nicht durch. Das ist so belastend einfach. So. Nochmal hier reinziehen. Ha, 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 ha. Metall um Metall überm Chor. So. Dieses saudumme Portal ist einfach immer falsch rum. Ich habe keine Ahnung warum. Safe nur, um mich zu ärgern. So, hier können wir nochmal absägen. Das braucht er nicht. Und hier einfach alles auf einmal. Und jetzt... Oh, das ist viel zu weit, oder? Das Ding fliegt doch mitten ins Nirvana. Da kam seiner. Da kam auch nochmal einer von ihm. Und meiner ist einfach nirgendwo. Sehr gut. Wir brauchen Sandsäcke. Sandsäcke, Sandsäcke, Sandsäcke. Okay, da kann ich nichts installieren. Das ist halt ein bisschen belastend gerade. Okay, wir müssen höher schießen. So könnte das funktionieren. Vielleicht. Wir finden es raus. Ah, da hat er es gut getroffen, den Spot. Ah, es wird zunehmend unangenehmer. Ja. Wir kommen hier einfach nicht wieder ins Game. Das hat er bisher ganz gut gespielt. Der hält uns unter Druck. Und nimmt uns auch die Möglichkeiten, hier nochmal reinzukommen. Wir probieren es so. Ich hoffe... Na, der ist auch wieder viel zu weit. Na, er hat mir halt Windturbinen geklaut. Das ist halt doof. Ja. Ich muss ihn mal hier denn... Ja, dann mache ich es eben so. Ach, komm. So, wir müssen höher schießen. Oh, das war die Cannon. Das war die Cannon. Ach, scheiße. Die Cannon brauche ich doch. Ansonsten habe ich kein Damage. Komm. Gib mir die Ressourcen. Gib mir einfach die Ressourcen. Ah, mir kam nicht bei. Ist einfach überall so viel Anti-Air. Scheiße, jetzt gehen wir nach und nach drauf. Jetzt gehen wir nach und nach drauf. Wir kommen da nicht mehr bei, glaube ich. Ja, die ganze Anti-Air. Moment. Ich habe doch... Ja. Manchmal bin ich echt ein bisschen dumm. Ich habe hier doch die Minigun-Option. Die könnte vielleicht hilfreich sein. So. Mit den Minigunnern können wir dann vielleicht darüber halten. Ach, er ist so nervig. Wir verlieren da oben Stück für Stück. Das macht es halt besser. So, hier einfach mal rüberhalten. Ja, die braucht alle nicht. Und dann kann ich hier... Ah, nee, 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 nee. Was ist da drauf gegangen? War das eine Batterie? Oh, oh. Die Batterien sollten eigentlich nicht explodieren. Zumindest mal nicht bei mir im Fort. So, bei ihm noch ein bisschen tiefer reinsägen. Ah, richtig Gülle.
hier einfach alles weggeholt. Sehr schön. Painten. Paint und Paint. Und einfach mal hier. Oh, schön weggeholt. Die Nuke hat er nicht geschafft. Aber hier können wir noch tiefer reinsägen. Das kommt weg. Das braucht er nicht. Ja, wir sind noch nett am Ende. Es sieht zwar nicht gut für uns aus, aber noch hängen wir am Leben in irgendeiner Art und Weise und Form. So, dass wir noch mitspielen dürfen. Die Minigunner schickt nochmal einen Gruß. Einfach, genau. Weil er es wahrscheinlich replaced hat. Und er schießt mir die ganze Zeit die Energie weg. Ja, ja. Das Game ist doch schon ewig und 3 Tage alt. Aber wir sind halt so dickköpfig und geben auch einfach nicht auf. So, hier nochmal rein. Okay, da hat er nichts mehr replaced. Das ist gut. Jetzt können wir da mal gleich gucken, ob der noch da unten was reingebastelt hat. Ja. Da kommt gerade nochmal Gunner. Und einmal. Und zweimal. Dreimal. Wir schicken hier nochmal bei. Ja. Ach, die Anti-Air holt es einfach wieder raus. Hm. Komme ich da dran? Nee. Leider nein. Ah, und die nächste Windturbine geht raus. So, hier nochmal reinhalten mit den Minigunnern. Schön. Die hat er bestimmt nicht gebraucht. Und jetzt einmal und zweimal. Die Minigunner schicken nochmal einen Gruß. Die Gunner braucht er bestimmt nicht. Ja, und ich brauche da unten einfach einen Sniper. Sprache und baut eine Buzzer. So. Das Portal. Ich lasse es einfach mal stehen. Es kann ja momentan nicht schaden. So. Wir sind immer noch am Leben. Es ist bestimmt kein gutes Leben mehr. Die sind weg. Hier werden nochmal Windturbinen nachgebaut. Ja, das war der letzte Mörser. Und das Upgrade Center. Ja, das war der Mörser und das Upgrade Center. Das heißt, wenn jetzt hier nochmal Minigunner draufgehen, kann ich die auch nicht replacen. Sein Sniper oben möchte gehen. Danke. Ja, die Flak da unten auch noch. Das wäre super, wenn das klappt. Sehr schön. Hier nochmal rüber gehalten. Und jetzt hier 1, 2 und 3. Und die Buzzer packt da vorher mal rein. Es ist immer noch so viel Anti-Air einfach am Start, aber die kommt durch. Die kommt einfach eiskalt durch. Sehr schön. Buzzer, bist du bereit? Ich möchte nochmal reinhacken. Ah, schade, nein. Aber wir sind noch im Rennen. Irgendwie schafft das nicht, uns zu finishen. Und ich finde das sehr gut. Weil, ihr wisst, aufgeben ist was, was für mich nicht in Frage kommt. Ah, kacke, ich hab gehofft, das langt. Und so langsam kriege ich schon Wortfindungsstörungen. Was ging kaputt? Okay, nicht den Chor beschädigen. Der hat schon genug gelitten. Okay, da hinten die Windturbinen. Der Chor von mir hat schon genug gelitten. Der möchte eigentlich nicht mehr spielen. Okay. Ich würde noch einmal. So, jetzt einmal. Zweimal, dreimal. Und die Minigunner schicken da unten nochmal einen Gruß. Genau. Schön raus. Nuke kommt. Alter, ist das so viel Anti-Air bei ihm einfach. Und ich bekomme nichts mehr ins Feld. Die Mine ist auch weg. Die Mine. Er hat mir die Mine hier zerschossen. Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, jetzt ist das von unserer Seite hier ein langsames Sterben. Ein Siechtum-Tod. Scheiße. Er hat mir einfach die Mine hier zerschossen. Das ist jetzt echt bitter.
Ach, Kacke. Ja, hier bekam man einen Treffer selbst, aber das ist jetzt nicht die Welt. Okay, hier unten ist nichts mehr. Ich hätte gerne noch einen Sniper. Solange wir Energie haben, sind die Portale online. Das kann ich mal deaktivieren. Weil das brauche ich nicht. Das frisst nur Strom. So, und hier 1, 2, 3. Alter, wie viel Anti-Air hat er denn? Das ist einfach unendlich. Da sitzt nichts drin. Da sitzt nichts drin. Nee, tatsächlich nicht. So, die Portale sind noch online. Und du wirst hier jetzt nicht erfolgreich sein damit. Oder vielleicht doch. Oh! Nein, Return to Sender einfach. Da ist nichts. Okay. Die Flak kann ich rausnehmen. Mit dem hohen Sniper habe ich die Option. Ah, nee, die fliegen nicht tief genug. Never mind. Oh. Da ist was Angewinkeltes. Kann ich das besser treffen? Nochmal? Ja, geil. Oh, bitte, jetzt komm. Das könnte die Chance gewesen sein, die ich gebraucht habe. Alter, einfach 5 Millionen Flaks, aber die Nuke kommt. Nuke kommt. Sehr schön. So, wir sehen auch nett aus dem Rennen. Vielleicht kann ich bei ihm hier was rausnehmen. Ja. Nee. Stück höher. Ja. Ja, komm, nochmal. Gib mir noch einen Hit. Ja, das ist raus. Sehr schön. Jetzt hier nochmal gucken. Ach, Kacke. Okay, hier der Gunner nochmal weg. Da unten komme ich dabei. Okay, da ist eine Tür. Nochmal Windturbinen installieren. Weil mir fehlt massiv Energie. Okay. Da oben auf den Spot, da müssen wir drauf achten. Ja, gut, das ist wasted, da reinzuhalten. Ah, da ist nichts, Gott sei Dank. Ah, wir die Windturbinen getroffen. Das ist halt echt bitter, weil der Spot da hinten ist eigentlich sehr wichtig für mich. Weil ansonsten fehlt mir die Energie, um irgendwas zu machen aktiv. Und hier nochmal rein. Ja, immer wieder die Gunner wegholen, das ist wichtig. Einfach, um ihnen hier Ressourcen zu ziehen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber, oh oh. Nicht meinen Chor umbringen. Bitte nicht meinen Chor töten. Der hatte eine schwere Kindheit. Lasst ihn bitte in Ruhe. Okay, wir haben die Option für den hohen Sniper vertan. Wir haben unten keinen Sitzen. Mist. Wir haben unten verloren und oben. Das ist jetzt doof. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend, wie es so schön heißt. Wir haben unsere T2, wir haben noch ein bisschen Core Health. Wir haben die Portale im Rennen. Nee, da ist nichts. Nee. Nein. Ich guck mal, was passiert, wenn ich es da oben hin aim. Alter, wie einfach alles rausgenommen wurde bereits. Ist doch einfach lächerlich. Okay. Das ist doch einfach so lächerlich. Alter. Das darfst du keinem erzählen, wie lange dieses Match hier geht. Als Scattershot einfach hier reingesägt und es wäre schon GG. Aber da keiner von uns Scattershot spielt, ist das auch nicht so schnell GG. Oi. Ist das ein AP-Sniper? Ist das ein AP-Sniper? Könnte sein. Nee, ich denke aber nicht. So. Hier nochmal painten.
So. Alter, ihr seid so ätzend. Vielleicht hilft dir eine 20. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Wir werden es rausfinden. Ich bezweifle es aber tatsächlich. Obwohl, ich kann die eigentlich gut installieren, weil er hat momentan nur indirektes Feuer auf mich und kein direktes mehr. Hm. Vielleicht ist die 20 tatsächlich die Lösung. Und die Möglichkeit, uns aus dieser verzwickten Situation hier nochmal zu befreien. Weil seine T3-Cannons sind gut und schön, aber er wird uns damit dann umbringen. Er hat noch irgendwo einen Laser. Okay. Ja, da kam es eine EMP geflogen, aber ja, kann er knicken. Das kann er knicken. Die möchte ich ihm nicht durchgehen lassen. Und da darf seine eigene Anti-Air mir mal ein bisschen Schützenhilfe leisten. Oh oh. Die Portale sind gebrochen. Zumindest mal eins. Das ist doof. Aber es ist alles gut. Okay. Die Buster kann ich mir da unten eigentlich auch sparen. Die nochmal connecten. Andersrum. So, hierbei. Hoch. So, und jetzt hier. Komm, einfach rüber damit. So, und jetzt hier mal alles an Anti-Air von uns und von ihm darf getriggert werden. Oh, oh, da ist eine Nuke. Scheiße. Jetzt wird's nochmal richtig ätzend. Wie er einfach jetzt mittlerweile 4 Cannons hat. Das ist alles andere als gut. Scheiße! Oh nein! Oh, nein, nein, nein! Oh, geil. GG. Nach über einer Stunde haben wir uns erfolgreich selbst umgebracht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist es halt so. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich sehr freuen. Und jetzt gucken wir unseren epischen Selbstmord nochmal an. Ich habe aufs Portal geaimt und es ist einfach gebrochen. Die Connection, das war einfach so geil. Und jetzt hier kommt gleich die Nuke und einfach GG ohne Worte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ich sag tschüss.